Scheine, Bitch, ich brauch nen Wagen, der größer ist als ein Familienhaus, Garagen. Sechs Pagen plus Schnaps auf dem Sektwagen, die dich nach dem Track aus dem Geschäft wegfahren. Hänge ab, nur mit Schrammen, Typen, die nicht lange schnacken, wir auf die Backen hauen in ein paar Adidas-Schlappen. Dich gleich klatschen, dein Prada-Scheiß einpacken in zerrissenen Nike-Jacken und North Face-Taschen. All fake, fucken ab wie Cops an einem Spot. Hip-Hop-Journalisten hängen am Cock von Travis Scott. Klick Block, weil deine Bitch mich nervt wie deine Songs. Bleib ich stabil wie WKR-Bombings auf Beton. Dr. und Tommy kommen hardcore wie Pat. Deutsche Rap-Crews sind wack, trotz Cheerleader-Effekt. Nimm dir weg, was du hast und teile es wie Besteck für die Ladies aus der Gegend und die Brüder aus dem Dreck. Das Banditenscheiß, wenn er will, den hat er das. Lifestyle ist der Bandit, ja so wie Barabbas. Brech Eisel und der Ballermann, die wollen den Jackpot so wie Hallasan. Everyday Ramadan. Das ist Gauner-Scheiß für die Jungs aus der Gegend. Haben das neue iPhone auch ohne Verträge. Kreuzt die Wege nicht, denn sie wollen überleben. Deswegen nehmen sie das auch ohne zu reden. Wollen sein so wie wir, doch sie haben die Stils nicht. Lass die Part für den Beat sein, Ficker, das sieht nicht. Bomber klar, immer wenn dieser Beat drückt. Hucke läuft im Hintergrund, so wie im Spielfilm. My life is a movie. Komm und take a look, schaut den Brieftasche und prepaid zum Chopper Truck. Hol mein Shirt aus dem Schrank und bügel zu dem Beat. Das ist Boom Bap, Bomber klar, du kleiner Peak. Ist das Tommy, wer will Smoke, wer will Zigaretten? Jeder, der nicht viel zu unserem Schwanz essen. Dirty Funk, wir zwei geile Bitches beim Slumcatchen. Johnson Park, die sich wegen Weinflaschen fetzen. What? Immer wieder eins auf den Texten. Wenn wir als Mike steppen, geht dir Pfandflaschen wechseln. Du bist kein MC, wenn du nicht battlen kannst. Is er, lässt dich schneller laufen, als du rappen kannst. Das Banditenscheiß, wenn er will, dann hat er das. Lifestyle, ist er Bandit, ja so wie Barabbas. Brech Eisel und der Ballermann, die wollen den Jackpot so wie Hallasan. Everyday Ramadan. Das ist Gauner-Scheiß für die Jungs aus der Gegend. Haben das neue iPhone auch ohne Verträge. Kreuzt die Wege nicht, denn sie wollen überleben. Deswegen nehmen sie das auch ohne zu reden.